So, ihr Süßen, ich hab ein wenig. Ja, ich habe gemacht, was ich tun musste. Und dementsprechend können wir was machen. Ich weiß nur, dass meine Metallscherben langsam zur Neige gehen. Kriegen wir aber hin. So, Frage ist, bin ich mit der Wüste fertig? Eigentlich schon. Will auf jeden Fall hier noch mal lang. Dann können wir nämlich weiter. Also auf den Donnerkiefer habe ich jetzt keine Lust. Bei aller Freundschaft. So, hier will ich gerne mal weiter. Nabelschweine brauche ich alle nicht. Oh, dieser Sandsturm gibt alles. Ist echt nur am Meckern, ne? Wenn Schnee fällt, ist es zu kalt. In der Wüste ist auch zu hart. Sieht wie eine Brutstätte aus, aber offline. Der Ort scheint für die Tiernacht eine rituelle Bedeutung zu haben. Frage ist jetzt eher, gibt es hier jemanden, den ich fürchten sollte? Weil das sieht nicht unbedingt aus, als gäbe es hier keinen Kampf. Ich brauche dringend Heilung. Ja, ich hätte mich ja an Vorratslager aufhalten sollen. Ja, komm, das kriegen wir auch so hin. Muss ich mir mal Mühe geben. Ein langes Seil hat sie da. Meine Frage ist, wie kommen wir wieder raus? Ist mein Beutel voll?
Stimmt, ich habe nicht genug Metallscherben. Hier ist echt alles ruhig. Den gleichen Weg zurück kann ich nicht nehmen. Irgendwo muss ein Ausgang sein. Okay. Okay. Habe ich mich hier gesoftlockt? Nee, da kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Kann ich mir hier eigentlich nicht vorstellen. Aber hier sieht alles so aus, als wäre ich hier noch nicht bereit. Es müsste hier irgendwas passieren, bevor ich hier weitermachen kann. Den gleichen Weg zurück kann ich nicht nehmen. Irgendwo muss ein Ausgang sein. Ja, ist doch gut, Aloy. Das kriegen wir hin. Haben mich von hier? Geschafft. Das war anstrengend. Was? Das hat mich aber nicht weitergebracht. Ich habe keine Ahnung. Für mich sieht das aus, als wenn das irgendwie was... Es wäre, was später noch kommt. Hier ist Wasser. Na, Präriehund brauche ich nicht. Ich brauche eher Fische, könnte ich brauchen. Gänsefeder, eine. Komm, kleine Gans. Nee, interessiert mich nicht.
erstmal. Super. Keine Fische, ne? Na gut. Ich gucke, ob es hier irgendwie Enten gibt, weil eigentlich müsste das ja passen, aber das ist eine Krähe, wenn ich mich nicht richtig entsinne. Ja. Na gut. Bitte, meine Kameradin braucht Hilfe. Du musst meiner Freundin helfen. Warte, langsam. Was ist los? Littay und ich gingen mit Waren aus Salzbiss Richtung Süden, als uns Maschinen angriffen. Ich ließ sie zurück, um Hilfe aus dem Hain zu holen und traf direkt auf eine weitere Maschine. Deine Freundin kämpft immer noch an der Straße mit den Maschinen? Das versuche ich dir ja zu sagen. Ich hol sie raus, wenn ich kann. Mach dich auf den Weg und hol Verstärkung. Mach ich. Ich schulde dir was. Ah, ja, ja, was macht er denn hier? Würde hier viel Schaden verursachen. Ich will zwar nicht meckern, aber... Kannst vielleicht ein bisschen übertreiben. So, dann wollen wir mal. Na komm her. Ja.
Ja, gut. Habe ich hier nicht eben eine Ente gesehen? Oder gehört? Die andere Tenakt sollte noch an der Straße sein. Ja. Kaninchenhaut brauche ich eigentlich nicht, oder? Brauche ich irgendwas von den Karnickel? Doch, brauche ich. Ein Warenschlitten. Ohne die Waren. Und die Nachtsoldatin. Ist sie entführt worden oder hat sie sich abgemacht? Es scheint, als ob die Tenakt nach dem Angriff Waren bergen wollte. Ließ sie sie zurück, als sie rennen musste? Vielleicht bringen sie mich zur Soldatin. Da. Spuren von der vermissten Tenakt. Sieht aus, als ob die andere Tenakt hier rübergerannt ist. Schickt mich! Bei den Zehen, der Sack hat es geschafft! Ich dachte, wir wären beide tot! Weg mit diesen Maschinen! Was zum Geier? Thank you.
fertig werden! Wie konnte er mich denn erwischen? Meine Güte. Hände! Einen Moment! Naja, alles gut. Danke. Wärst du nicht da gewesen, wäre ich jetzt Maschinenschrot. Alles, was ich tat, war deinem Freund dir ja nur etwas mehr Zeit zu verschaffen. Du erzählst was. Ich bin an der Straße kaum am Leben geblieben. Das glaube ich gern. Ich hoffe, ein paar der Waren sind noch in Ordnung. Ich auch. Nahrung ist immer knapp. Die Soldaten am Hain brauchen Rationen. Wir können nicht wieder nach Salzbiss gehen, um mehr zu holen. Ich helfe ihr wieder auf die Beine und dann ziehen wir, was übrig ist, aus dem Dreck. Mir knurrt schon der Magen. Danke, Fremde. Wir werden dir das nicht vergessen. Das ist super. Bleibt gesund. Ihr beiden. So, das lief doch schon mal wesentlich... besser als gedacht. So, lass mich mal ganz kurz gucken, wo ich am ehesten hin will. Hier hin. Sachen so. Für den Vorrat. Leise Bewegung. Ja, das sieht doch, das habe ich. Das sieht doch ganz gut aus. Ganz, aber warum? Ich glaube, ich weiß warum. Wegen der Vergiftung.
Du da! Hier drüben. Was gibt's dann? Du bist die Streiterin aus dem Osten. Ich habe von deinen Leistungen im Kampf gehört. Mein Volk schuldet dir was. Deshalb teile ich mein Wissen über das Land mit dir. Ich höre und sehe viel, das dir auf deiner Reise helfen könnte. Zum Beispiel. Ich hörte, dass sie nach Regalas Angriff auf den Hain die Arena schließen mussten. Okay. Dort haben Soldaten aus allen Clans gegen Maschinen gekämpft, für Medaillen und Ehre. Ja. Eine Jägerin wie du könnte dort viel verdienen. Aber Carla, die Leiterin, glaubt nicht, dass sie so bald wieder öffnen können. Vielleicht kann ich mit ihr reden. Vielleicht kann ich irgendwie helfen. Das würde sie sicher freuen, Streiterin. Weiß nicht, ob ich immer noch Kaninchenhaut brauche. Aber ich brauche auf jeden Fall. Ich könnte Schockmunition gegen diese Maschine einsetzen. Also das Ziel ist irgendwie komisch. Aber dass man eigentlich ordentlich die Dingsbums trifft. Okay. Schön. Aber nur 27 Metallscherben. War jetzt gefühlt ein bisschen wenig. Wir haben das leider verwüstet. Ich sollte mich mal mit dem Fokus umsehen. Vielleicht gibt es Überlebende. Eine Leiche unter Schutt und Spuren. Hier haben die Maschinen sie wohl eingeholt. Ich könnte ihren Spuren mit dem Fokus folgen und herausfinden, wo sie hergekommen sind. Von Gräbern erwischt, bevor sie seinen Freund gejagt haben.
Ja, ist ein hartes Pflaster hier. Kann man nichts machen. Da hinten ist eine Höhle. Die Spuren führen auf. Vielleicht haben die Tinnack die Gräber gestört, als sie hier nach Sachen gesucht haben. Dann hat sich das dadurch die Höhle angestürzt. Sie haben es ausgeschafft. Die Maschinen haben sie trotzdem erwischt. Ja, und jetzt? Ein Waschbär. Das war der letzte Schuss. Wo ist irgendwas hier? Eulenfeder. Sie werden die Suche bald aufgeben. Ich habe keine Ahnung, wer oder was mich da jetzt gerade gejagt hat. Da bin ich jetzt leider überfragt. Wir haben jetzt hier nicht so viel gemacht. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Tschüss.